so, so wichtig, dass wir uns bewusst werden, gerade in der heutigen Zeit, wo unsere wahre Kraft liegt, ja, wo unsere Power liegt, wo wir herkommen und wer wir wirklich sind. Wieder startet, und zwar diesen Sonntag. Und es ist so, jetzt höre ich mich selber. So wichtig, dass wir uns bewusst werden, gerade in der Kannst nicht abstellen? So, ja, genau. Also, wir haben ja gerade in der heutigen Zeit wirklich eine Situation, in der alles zusammenbricht. Wir wissen im Prinzip nichts. Wir leben komplett im Unbekannten. Es werden uns zwar Sachen mitgeteilt, es werden uns Vorwarnungen gegeben, aber eigentlich wirklich, was stimmt, was kommen wird, kann niemand sagen. Es ist alles irgendwo nicht mehr so, wie es war. Wir können uns auf nichts mehr verlassen. Wir können eigentlich uns nur noch auf das verlassen, was in uns selbst drin ist. Und deswegen ist für mich eigentlich der wichtige Punkt zu erkennen, was habe ich denn für eine Kraft? Was habe ich denn für eine Power in mir? Woher kommt denn meine Power überhaupt her? Wie wird die Welt organisiert? Wird die Welt tatsächlich von diesen Menschen da draußen organisiert, die hundertprozentig Einfluss auf mich haben, die mir sagen müssen, wann und wie ich wo sein darf? Oder gibt es da doch eine andere Welt, eine innere Welt, eine innere Kraft, eine innere Energie, aus der heraus ich doch tatsächlich meine Realität schaffen kann? Und es gibt ganz, ganz viele Ansätze, und vor allem auch die Quantenphysik erklärt uns ja heute immer mehr, wie wir quasi in diese innere Welt eintreten können durch Manifestation, durch Meditation und durch klare Intention. Und uns ist oft nicht bewusst, dass diese klare Intention, wenn sie auf höchster, liebevoller, reinster Quellenergie, göttlicher Energie heraus gemacht wird, dass sie messerscharf ist und dass sie mehr von dem Guten, mehr von der Liebe, mehr von der Gesundheit, mehr von der Freiheit manifestiert in unser Leben und in das, was wir in unserem Leben sehen. Weil du entscheidest immer, was du in deinem Leben siehst. Du entscheidest, wen du in deinem Leben haben willst. Du entscheidest. Aber oft ist uns das nicht bewusst, weil uns das nicht beigebracht wird. Wir wachsen in einer Gesellschaft auf, oder wir sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, die uns suggeriert hat, dass es da draußen Regeln gibt, dass es Bestimmungen gibt. Und nach diesen Bestimmungen gilt es zu leben, und wir haben minimalen Einfluss. Und unser Einfluss entsteht, indem wir Aufstände machen, indem wir versuchen, materielle Dinge zu kreieren, Materie zu Materie zu beeinflussen. Aber ich sage euch, die Wahrheit ist nicht da. Die Wahrheit ist in uns. Sie ist uns immer schon geschenkt worden. Nur hat uns das niemand mehr beigebracht. Aber wir spüren doch ganz, ganz deutlich, dass da eine höhere, liebende Macht sein muss. Weil wir alle sind aus Liebe entstanden. Wir alle sind als kleine Babys, als liebende, liebevolle, vorbehaltlose Menschen auf diese Welt gekommen. Und dann sind wir konditioniert worden. Dann sind wir aufgeladen worden mit Energien, mit Vorstellungen, mit Überzeugungen, mit Paradigmen, zu denen wir jetzt automatisch magnetisch sind. Und dieser Magnetismus sorgt dafür, dass wir mehr und mehr von dem kreieren, was wir kennen, obwohl wir es gar nicht wollen. Und da auszusteigen, ist für mich das größte Anliegen für alle, weil diese Kraft, diese göttliche Kraft, die arbeitet nicht mit Bedingungen,
Die arbeitet nicht mit Vorstellungen, wie du musst, du hast. Alles, was die Kirche oder sonstige Institutionen um die göttliche Kraft herum gebaut hat und uns einsuggeriert hat, ist nicht notwendig, weil die göttliche Kraft ist hier für jeden, jederzeit. Und mit dieser göttlichen Kraft kann hier jeder, jederzeit mehr Liebe bringen, mehr Gesundheit bringen, mehr Schönheit bringen, mehr Freiheit bringen, mehr Freude bringen, mehr Begeisterung bringen. Jeder einzelne Mensch, wenn er sich die Erlaubnis gibt, anzuerkennen, dass er ein göttliches, reines, von der reinsten, höchsten Quelle geschicktes Wesen auf dieser Erde ist, wenn wir das alle für uns anerkennen, können wir uns gegenseitig helfen, unterstützen, diese Wahrheit weiterzutragen und aus dieser Wahrheit, aus dieser Liebe, aus diesem Glück, aus dieser Freude ein Leben zu kreieren, das sich dann in unserem Außen zeigt, das sich dann in unserer Gesellschaft zeigen wird. Mehr und mehr und mehr. Und Anja Nopens und ich, wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir das Göttliche wieder hier auf unsere Erde bringen wollen und dass wir es reinigen wollen und zeigen wollen, was göttlich eigentlich heißt und dass göttlich mit der Kirche nichts zu tun hat, dass göttlich mit keiner sonstigen Glaubensvereinigung und so weiter und so fort irgendetwas zu tun hat, sondern dass das Göttliche in dir, in deinem Herzen wohnt, in jedem seinem Herzen, in jedem seinen wahren Seinszustand und zwar jeden Moment. Es ist immer da, aber die Frage ist nur, wo bist du? Wo bist du gefangen? Wo hast du noch Ängste, wo hast du noch Bedenken, dass das wirklich, das Göttliche, dass es etwas gibt, was nur liebevoll ist, dass es etwas gibt, was nur rein ist, weil wir so viel Chaos und so viel Hass und so viel Macht und so viel Kontrollzwang im Außen jetzt gerade sehen, ist es super schwierig zu glauben, dass da doch noch diese wahre, energetische, reine Welt existiert, aus der heraus auch noch viel großartigeres Leben geschaffen werden kann als das, was wir kennen. Und wir, Anja und ich, wir haben uns vorletzte Woche schon 6 Tage von dieser Ausbildung zum Coach für göttliche Energie gemacht. Es sind 6 Tage, 2 Stunden am Tag, jeden Tag, an dem jeder Teilnehmer für sich selber daran arbeitet, sich zu reinigen von all diesen Vorstellungen, von allen einschränkenden Bedingungen, von allem, was irgendwann mal gesagt wurde, dass er nicht gut genug ist. Jeder hat diese Vorstellung, dass er irgendwann mal für etwas bestraft wird, weil er etwas falsch gemacht hat. Und wenn wir mit so einer Vorstellung weiterleben, hält uns das immer von unserer echten, wahren, göttlichen Power ab. Und diese Ausbildung ist dazu konzipiert, einerseits, dass du dir selber lernst, diese Anbindung herzustellen, in deine ganze Kraft zu kommen. Dann kannst du auch andere helfen, anderen die Hand geben, andere unterstützen. Du weißt, wie du es fertig bringen kannst, aus dieser Kraft heraus andere zu unterstützen, ohne dass du selber deine Kraft hergeben musst, weil es geht ja nicht um dich, sondern es geht darum, dass du die Verbindung zum Göttlichen herstellst und sie einfach erlaubst, weiterzugeben. Diese Ausbildung ist dazu konzipiert, eine riesengroße Gemeinschaft zu gründen von Leuten, die sich bewusst sind, wie sie mit dieser großen göttlichen Liebe Schönes für sich und andere erreichen können. Schönes in dem Sinne, ein schönes Leben, ein freies Leben, ein gesundes Leben, einen gesunden Körper, ohne diese ganzen Einschränkungen und ohne diese ganzen Bedingungen. Und wenn du dich dafür interessierst, schau bitte auf den Link, der hier bei dem Video dabei ist. Melde dich an, spare 1.000 Euro für die nächste Runde. Wir fangen am Sonntag an. Tu dir nochmal etwas Gutes. Sei jemand, der bereit ist, anderen etwas Gutes zu tun. Sei jemand, der aus der höchsten Kraft schöpft.
Sei jemand, der sich nicht blenden lässt von dem, was jetzt gerade außen vorgeht, weil er weiß, dass er ein riesengroßer Beitrag dazu ist, dass die Dinge im Außen auch wieder wunderschön, was heißt wieder, endlich wunderschön werden und dass wir eine liebende, unterstützende Gesellschaft sind, frei von Macht und Ignoranz und Korruption und was auch immer, Lügen und Betrügen. Das braucht alles überhaupt nicht, wenn du weißt, dass du ein göttliches Wesen bist, für das alles hier ist und für das alles gesorgt ist, brauchst du das überhaupt nicht mehr. Du kannst dich frei bewegen, in dem Wissen, du bist gut und richtig. Und wir haben das alle irgendwie abtrainiert bekommen in unserer Erziehung, in unserer Gesellschaft, dass wir gut und richtig sind, so wir sind, wie wir sind, dass wir geliebt sind, dass wir liebenswert sind, dass wir wichtig sind, dass unsere Liebe für das Leben, für die Blumen, für die Natur, für die Menschen untereinander, das höchste Gut ist, das wir bedingungslos verteilen dürfen. All dieses Wissen darf jetzt wieder zu uns kommen und uns befreien. Und das ist für Anja und mich einfach eine Herzensangelegenheit. Und es hat in der letzten Runde schon so vielen Menschen helfen dürfen. Ich poste heute noch ein paar Testimonials. Wir haben Leute eingeladen für Gratis-Anwendungen im Rahmen unserer Ausbildung. Und schon alleine da hat es so, so wunderbare Ergebnisse gegeben. Nur in ganz, ganz kurzer Zeit. Und auch die, die mitgemacht haben, haben sich selber transformiert, sind selber frei geworden von all diesen Einschränkungen, die sie einfach mitgenommen haben unwissentlich. Und das ist es doch so, so wert zu investieren. Und wann hast du schon mal die Möglichkeit, jeden Tag 2 Stunden in einer Gruppe zu verbringen mit göttlichen Heilern? Und deine eigenen Sachen zu heilen, um nachher dein Herz zu öffnen für die anderen Menschen und da Heilung zu bringen. Ich weiß nichts, was es Schöneres gibt. Und deswegen möchte ich hier nochmal wirklich darauf aufmerksam machen, dass es so eine gute Zeit ist, das jetzt zu machen. Wenn dich das anspricht, wenn du sagst, ja, irgendwie, ja, ich glaube ja an das Göttliche, ich glaube an höchste göttliche Energien, ich glaube ja an die Liebe, aber ich weiß doch gar nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß doch gar nicht, wie kann ich damit leben, wie kann ich das geben. Dann komm und sieh, wie einfach es ist. Dann wirst du erkennen, dass es alles eigentlich schon in dir ist. Dann wirst du erfahren, wie bedingungslos unser Leben sein darf. Und das ist einfach eins der schönsten Dinge, dass wir uns selber befreien von all diesen schweren Sachen, von all diesen Einschränkungen, von all diesen Negativen. Und dann auf dieser Energie leben und diese Energie verbreiten und uns mit Menschen verbinden, die diese Energie auch verbreiten. Und das ist für mich eins der schönsten Dinge und ich freue mich riesig drauf, wenn es am Sonntag wieder losgeht und wenn wir am Sonntag wieder zusammen sind, jeden Tag 2 Stunden und uns gegenseitig heilen und uns bereit machen, um in die Welt rauszugehen und wirklich das Gute zu bringen. Und das ist so wichtig. Und fühl dich angesprochen, schreib mir oder schreib an Anja Nopens, die siehst du dann auch hier gepostet, stell deine Fragen. Oder melde dich einfach an, weil du merkst, das, was ich dir jetzt sage, stimmt für dich und du fühlst dich angesprochen. Und würde mich riesig freuen, wenn ich auf diesem Weg hier noch mehrere Leute erreichen könnte, die sagen, ja, irgendwie resoniert es total, was du sagst, mit dem, was ich schon immer dachte, aber ich sehe es nirgends, ich sehe es nicht im Außen. Die Menschheit lebt nicht darüber. Das Göttliche ist so, so schlecht gemacht worden. Die Religion hat es so in den Dreck gezogen, hat Geld rausgezogen und. Das stimmt alles, aber es muss ja nicht weiter so sein, oder? Es kann ja jetzt die Wahrheit rauskommen, die Wahrheit, wer wir wirklich sind, die Wahrheit über unsere wahre Kraft, die Wahrheit über die Kraft der Liebe, die alles übersteigt und die einfach zu klein gehalten worden ist, weil sie zu kraftvoll ist. Und
du weißt es wie mit einem Ferrari, ja? Der hat ganz, ganz viele PS und du traust dich nur Gas zu geben, wenn du wirklich gut fahren kannst, wenn die Straße wirklich gut, wenn du dich wirklich gut fühlst. Und das ist wichtig, dass du deine PS jetzt auf diese Straße bringst und lernst, richtig gut zu fahren in deinem menschlichen Ferrari, den du hier mitgekriegt hast, mit dem und für den du hier auf diese Welt gekommen bist. Und es kann mir keiner erzählen, dass diese Welt, dieser Planet mit uns Menschen und Lebewesen dafür gemacht worden ist, um zu leiden, um uns weh zu tun gegenseitig, um uns zu belügen und zu betrügen. Das macht für mich keinen Sinn, Leute. Das ist nicht wahr, das kann nicht wahr sein. Und aufzuwachen aus dieser verdammten Lüge und die Wahrheit zu leben und zu postulieren und zu sprechen, das ist doch so wichtig. Und wir wissen mittlerweile alle über das Gesetz der Anziehung. Wir wissen mittlerweile alle, dass da, was wir sehen, worauf wir unseren Fokus tun, dass wir da kreieren, dass wir da erschaffen. Und zu lernen, diesen Fokus von dem, was scheinbar von unseren 5 Sinnen wahrgenommen wird, abzuziehen und über unseren 6. Sinn in diese freie, schöne, liebende Welt einzutreten und aus der heraus zu schöpfen. Das braucht halt Übung und das braucht auch ein Wissen, dass es so gemacht werden kann. Wir brauchen immer irgendwelche Erlaubnisgeber, die uns sagen, ja, auch wenn es nicht alle so machen, aber wenn du es so machst, ist es gut und richtig und dann erschaffst du das, was aus deinem Herzen heraus will. Ich weiß nicht. Gibt es noch Fragen? Gibt es noch Zweifel? Gibt es noch irgendwas, was wichtiger ist? Ich habe keine Ahnung. Also ich würde mich freuen, von euch zu hören, eure Anmeldung zu sehen. Seid dabei, wenn es in die 2. Runde geht. Wir wissen, dass es super, super kraftvoll ist. Wir wissen, dass wirklich göttliche Magie entsteht. Wir wissen, dass wir rausfinden, wer wir wirklich sind, dass wir aus diesem liebenden, perfekten Wesen heraus, das unsere Wahrheit ist, unser Leben führen dürfen und nicht aus unserer Familienhistorie heraus alles weitertragen müssen. Ja, es darf einen Cut geben. Wir dürfen neu anfangen. Wir dürfen Neues kreieren, Schönes kreieren und höchst Schwingendstes aus höchster Liebe. Es gibt kein besseres Wort für diese hochschwingende Frequenz, die schneller und schöner schwingt als Lichtgeschwindigkeit. Wir haben kein anderes Wort dafür als Göttlichkeit, göttliche Liebe, liebende Perfektion, intelligente Liebe, liebende Intelligenz, wie Dr. Joe Dispenza sagt. Es gibt so viele Worte, aber diesen Zugang zu finden, das ist das Wichtige. Und dieser Zugang ist nur da, wenn wir erstens anerkennen, dass es diese Welt gibt, dass es diese Frequenz gibt, dass es diese Energie gibt. Wenn wir anerkennen, dass für uns ein Zugang, ein bedingungsloser Zugang zu allem Guten und allem Schönen gedacht ist. Und wenn wir anerkennen, dass wir hier sind, aus diesem Wissen, aus diesem Zugang, aus dieser göttlichen Energie heraus zu leben, zu sprechen, zu fühlen, zu denken, zu handeln. Wenn wir diese Dinge erkennen, dann sind wir frei von jeglichem Ballast. Und sind hier und gehen unsere göttliche Mission. Und das ist doch etwas Wunderbares. Was wollen wir denn mehr als uns gut fühlen, als Gutes zu tun, als Gutes zu sehen, als Gutes zu spüren, als, hallo, überleg mal, warum tust du die Dinge, die du tust? Weil du glaubst, du fühlst dich dann besser, weil du glaubst, es ist gut, was du tust, weil du glaubst, du tust Gutes. Das ist alles, was wir wollen in Wahrheit und in Wirklichkeit. Aber wir trauen es uns nicht. Und wir möchten dazu beitragen, dass es sich mehr und mehr Menschen trauen. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, die später dazu gekommen sind. Es wird sich sicher lohnen, von Anfang an das Video anzuschauen. Vielleicht höre ich von dir. Es ist wirklich für 6 Tage ein so moderates Investment und du kriegst so viel und du kannst so viel weitergeben. Und wenn du bereit bist, dein Herz zu öffnen, die Hand auszustrecken und zu sagen,
ja, ich kann dir helfen, ich weiß jetzt, wie ich mit meiner Anbindung an die göttliche Energie anderen Menschen helfen kann. Weißt du, wie schnell du dieses Investment drin hast? Und weißt du, wie schnell du göttliches Geld empfangen kannst? Nämlich nicht irgendwelches schmieriges, schmutziges, hart erarbeitetes, erquältes, versklavtes Geld, Zeit für Geld verkauftes Geld verlangen kannst, sondern du bekommst Geld, göttliches Geld, weil du göttliches vermittelst. Und das ist für mich eines der schönsten Vorstellungen, nicht zu wissen, oh, ich muss schwitzen, ich muss leiden für Geld und da und da. Nein, ich darf mich mit der Göttlichkeit verbinden und ich darf als Bote der göttlichen, heilenden, schönsten, höchsten Energie hier der Menschheit dienen. Und die Menschheit ist nur noch so, so glücklich, mir göttliches Geld als Austausch zurückzugeben, dass ich wieder weitergebe mit göttlicher, liebender Energie. Und schon wird unser ganzes Finanzsystem wird auf eine göttliche Ebene gelegt, je mehr Menschen sich bewusst sind, dass es eben hierum geht, um einen Austausch von Liebe, geben und nehmen von Liebe, von höchster Intelligenz und höchster Form. Darum geht's. Und nicht um irgendwelches schmerzhaft mit Entbehrungen, mit Sachen, die einen nicht gut erfüllt haben, erwirtschaftetes Geld auszugeben. Es ist so wichtig, dass du dankbar bist, dass du deinem Vermieter seine Miete geben kannst, weil er dir ein schönes Zuhause gebaut hat. Du gibst es doch gerne, werde mal darüber bewusst. Und es ist so wichtig, dass du dankbar dieses Geld annimmst, das dir andere Menschen für dich und für deine Energie entgegenbringen. Und wenn wir so denken, dann ist es so schön, uns gegenseitig zu bereichern und zu beschenken. Und dann macht alles plötzlich doch wieder Sinn, oder? Und jeder von uns hat die Möglichkeit, mit all diesen Gaben und mit all diesen Talenten und all diesen Fähigkeiten, mit denen jeder von uns auf die Welt gekommen ist, so zu leben. Aber nur, wenn du es weißt, nur wenn du dir bewusst bist, dass es eben nicht so ist, wie man dir schon lange erzählt hat, dass man leiden muss für Geld und dass man schaffe, schaffe in Schwaben, wo ich aufgewachsen bin, schaffe, schaffe Häuslebau und Schweiß und Entbehrungen und so weiter. Warum muss es so sein? Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen Grund. Es ist ein Paradigma. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich hoffe, ich habe euch ein paar Impulse gegeben, die Welt ein bisschen mit anderen Augen zu sehen, Paradigmen zu hinterfragen und immer wieder zu fragen, wirklich, muss es so sein? Nein, es muss nie so sein, wenn es sich nicht nach Liebe anfühlt, nach Freude, nach Miteinander. Es muss nicht sein, dass sich Dinge so anfühlen. Ich wünsche euch einen tollen Tag. Tschüss.